Hallo, mein Name ist Kevin Poss. In diesem Video zeige ich euch die wichtigsten Funktionen in StudaPi. StudaPi ist bei uns an der Hochschule Trier die Plattform, in der wir hauptsächlich kommunizieren können mit den Professoren und Kommilitonen, uns unsere Veranstaltungen organisieren oder Dateien wie Skripte und Übungsblätter herunterladen können. Wenn ihr die Internetseite in eurem Browser geöffnet habt, könnt ihr unter Login euch anmelden mit eurem Benutzernamen und eurem Passwort. Fortfahren könnt ihr mit dem Button anmelden. Ihr beginnt auf StudaPi auf der Startseite. Dort findet ihr euren aktuellen Stundenplan sowie hier auf der rechten Seite zu sehen Ankündigungen, aktuelle Termine und weitere Informationen. Hier findet ihr den Hauptreiter, wo die wichtigsten Funktionen aufgelistet sind. In dem Video möchte ich zum Beispiel das Thema Veranstaltungen behandeln. Ihr könnt dann hier auf dem Reiter unter Veranstaltungen mal draufklicken. Dort findet ihr aufgelistet eure aktuellen Veranstaltungen nach Semester. Zum Beispiel jetzt hier wäre das Semester Wintersemester 2022-2023 angegeben. Das könnt ihr einstellen hier mit dem Semesterfilter auf der linken Seite. Ihr könnt weitere Informationen zu den jeweiligen Veranstaltungen erhalten, indem ihr auf die jeweilige Veranstaltung draufklickt. Dort erhaltet ihr dann unter anderem Zeit- und Veranstaltungsort, den Namen des Lehrenden, des Professors in der Regel. Und wenn ihr das hier oben noch beachten möchtet, ein kleinerer Reiter, der sich dann auftut. Dort findet ihr zum Beispiel Informationen wie Teilnehmende, Dateien, den Ablaufplan und weiteres. Wenn hier auf der rechten Seite ein Icon rot aufleuchtet, bedeutet das, dass neue Teilnehmenden der Veranstaltung hinzugefügt wurden oder dass neue Dateien erhältlich sind. Es lohnt sich also ein Blick. Austragen könnt ihr euch ebenfalls hier mit dem Button auf der rechten Seite, der jetzt hier grau hinterlegt ist. Wenn ihr da draufklickt, könnt ihr euch ebenso wieder aus der Veranstaltung abmelden. Wenn ihr euch aber nun für eine neue Veranstaltung anmelden möchtet, klickt hier oben auf den Button Suche. Hier könnt ihr nach vielen verschiedenen Informationen suchen, zum Beispiel Personen, Dateien, Termine oder Einrichtungen. Jetzt hier möchte ich euch mal gerade zeigen, wie man sich zum Beispiel für die Veranstaltung Analysis 1 anmeldet. Dazu wählt hier im Filter Veranstaltungen aus und das passende Semester. Hier würde ich jetzt das letzte Wintersemester eintragen. In eurem Suchfeld könnt ihr den Namen der Veranstaltung eintippen. Dann werden euch weitere Vorschläge automatisch angegeben. Zum Beispiel jetzt hier zu Analysis 1, die Vorlesung, die Übung oder auch das Tutorium. Wenn ihr euch nun für die Vorlesung eintragen möchtet, klickt auf Vorlesung Analysis 1. Dort werden euch einmal die wichtigsten Informationen angegeben. Der Titel, das Semester der Veranstaltung oder auch der Name des Professors dieser Veranstaltung. Wenn ihr euch nun eintragen möchtet, findet ihr auf der linken Seite Zugang zur Veranstaltung. Klickt da drauf. Dort werdet ihr noch einmal gefragt, ob ihr euch wirklich anmelden möchtet. Das hat jetzt keine Konsequenz. Ihr könnt euch immer an- oder abmelden zu Veranstaltungen. Klickt auf Ja. Dann findet ihr jetzt nun unter dem Reiter Veranstaltungen die neue Veranstaltung, in der ihr euch eingetragen habt. Und hier könnt ihr euch genauso gut wieder aus der Veranstaltung abmelden. So. Sehr wichtig für uns ist die Kommunikation. Darunter könnt ihr hier auf den Button Nachrichten am Reiter klicken. Standardmäßig wird euch hier euer Eingang angezeigt, welche Nachrichten ihr bereits erhalten habt. Ihr könnt auch hier euch angucken, welche Nachrichten ihr gesendet habt auf der linken Seite. Wenn ihr nun eine neue Nachricht schreiben möchtet, könnt ihr hier unter Aktionen Neue Nachricht schreiben darauf klicken. Da öffnet sich ein neues Fenster, in dem ihr eine neue Nachricht schreiben könnt. Ihr beginnt zum Beispiel mit dem Adressaten, das können eine oder mehrere Personen sein. Einen Betreff könnt ihr dann anfügen und eure eigentliche Nachricht schreiben. Wenn ihr soweit seid und eventuell noch Dateien angehängt habt, könnt ihr diese absenden.
Das wären jetzt erstmal so die wichtigsten Informationen für dieses Video. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen.